Würde ich Barello sein und du würdest sagen, wer hat ihn golfen, würde ich sagen, wie, was golfen? Sefa Abi. Wallah, ich würde das sagen. Aber jetzt widersprichst du dich. Nein. Warte, jetzt widersprichst du dich. Du kannst gut reden, aber ich bin auch schlau. Warte. Du jetzt widersprichst du dich. Warum? Barello hat sich selber gemacht. Was hat Barello gemacht? Er hat sich selber gemacht, richtig? Nein, mit Ozan. Mit Ozan? Ja. Da wart ihr alle noch gar nicht da. Keiner Arafat, kein Yasser, gar keiner. Warte, was hab ich gemacht? Du, bevor du live gegangen bist, hast du wahrscheinlich Arafat gesagt, Abel, wie geht TikTok? Und Arafat hat bestimmt als allererst gesagt, geh mit Barello live. Warte. Glaubst du an Allah? Ja, klar. Siehst du, was das ist? Ja. Mecca. Ich schwöre bei diesem Koran, guck. Wenn du deine Hand drauf tust, Tamam, ich glaub dir, du hast schon deine Hand drauf getan, ich glaub dir das. Warte, ich schwöre bei diesem Koran, Arafat wusste nicht mal, dass ich live bin. Dass ich live gegangen bin. Am glaube ich dir, Wallah, wenn du deine Hand drauf getan hast, glaubt man schon. So, ich schneide meine beide Arme ab. Ich würde nicht auf Koran, ich würde sterben, als auf Koran verschwören. Nur, dass du Bescheid weißt. Indem man auf Koran schwört, begeht man Schirk. Darf man nicht. Vielen Dank schon, Bruder. Was ich nur sagen kann, Abe, Ja. Wirklich jetzt, Wallah, billahi bei Spaß, so, inshallah nicht, aber jeder hat seine Zeit, wenn mein Datum kommt, wo ich sterbe, weiß ich, ich habe zwar nicht viele Freunde, 3, 4, aber richtige Freunde, wo ich weiß, die sind hinter mir, und wenn ich sterbe, die kommen in mein Grab. Bei Barello, nur seine Familie habe, reicht auch 100%. Weißt du, wie du redest? Wallahi, keiner von dir von TikTok. Warte, weißt du, wie du redest? Wallahi, du hast keine. Wenn der stirbt, wallahi, ich würde ihn tragen. Weißt du, warum? Für Allah würde ich ihn tragen. Ich sage dir nur, wie es ist, was ich nur denke. Tamam, du, vielleicht von 100 nur du. 99 sind aber weg, Mehrheit ist weg, aber. Weißt du was, Leute? Guck mal, sollte ich sterben, Leute? An alle meine Zuschauer, an dem Tag mache ich Fan-Treffen. Macht es cool für mich. Guck mal, Barello. Ja. Barello, korrekt, Bruder. Tamam, mach dein Ding, Bruder. Ich sage, denk nur privat, wenn du willst, wir schreiben kurz privat. Denk nur drüber nach, Irgendwann merkst du das, Bruder. Irgendwann sagst du, boah, ich habe einen Fehler meines Lebens gemacht. Sefa, Bruder, ich bin ja auch sehr unparteiisch. Ich würde auch erstmal Salam Aleikum, ich würde gerne was dazu sagen. Schau mal, Bruder. Warte, es tut mir leid, dass ich unterbreche. Lass ihn doch mal reden, Mann. Er kennt Yasser seit 20 Jahren. Schau mal. Sag Wallah. Aber nur bei Allah, wie lange kenne ich dich? 10 Jahre oder so. Nicht so lange. Bei Allah, wie lange kenne ich dich? Vor kurzem erst. Wie lange? Sag ungefähr. Weiß gar nicht, vielleicht ein halbes Jahr oder so. Dankeschön. Dankeschön. Red weiter, aber nur. Okay, ganz allgemein. Du hast vorhin gesagt, dass Yasser durch Barello irgendwie was bekommen hat, aber danach, als er dann gesagt hat, dass Barello sozusagen durch Arafat ein bisschen bekannter wurde, hast du gesagt, nicht durch Arafat, sondern durch Allah. Aber das mit Yasser, dass er durch ihn sozusagen auch, sagen wir mal, Fame bekommen hat, ist ja auch im Endeffekt durch Allah. Also genau, und was hat er aber danach gesagt? Und Allah hat doch jemanden geschickt, damit irgendwas passiert. Ja, genau, aber das könnte man. Das, hast du ja nicht, das ist meine Antwort darauf. Ja, aber das könnte man auch bei Allah. Wie bin ich denn hier reingekommen? Habe ich Ausdrücke gesagt? Habe ich Fitna gemacht? Habe ich Leute beleidigt? Nein. Ich habe genau das Gegenteil gemacht, was Barello macht. Die kleinen Leute haben. Abel. Yasser Abe, die kleinen Leute, die ein bisschen Fame sind, haben gesagt, oh, Arafats Bruder, ich gehe mit ihm live. Boah, Gänsehaut. Mehr nicht. Wallahi billahi, sag, du bist hängen geblieben. Nein. Warte. Ich meine das doch nicht böse, aber nimm das nicht böse auf. Warte, wo war Barello, wo ich den Hype hatte? Weil ich bin in diesem Business seit 25 Jahren. Du redest mit mir 25. Guck dir mal die Videos. Seit 25 Jahren. Du weißt nicht, was du laberst. Wallah, du weißt nicht, was du redest. Also willst du jetzt sagen, du hast mehr Hype als Barello? Ich sage dir, was du machst gerade. Du bist mit deinem Kopf so tief im Barellos Arsch, dass du nicht mal weißt, wie du bei ihm schleimst.
Guck mal, Barello, tu mir einen Gefallen, nach dem Stream blockier mich. Was? Oh, Gänse, warum? Du redest gut über mich. Nach dem Stream bitte blockier mich, Bruder. Hör dich so, Al Ohr, Al, das ist der kleine Bruder von... Aber ich sage nur Wahrheit. Wo warst du, du? Wo ich im Geschäft, wo ich vor 20 Jahren war, weißt du, wo du warst? Du warst 4 Jahre alt, wo ich da drinnen bin. Du warst 4. 4 warst du. Aber warum wirst du so wütend, habe? Ein Barello, beim Schlafen hat er mehr Zuschauer als euch alle. Boah, Gänsehaut. Barello, beim Schlafen hat er mehr Zuschauer als euch alle, habe, was vor 20 Jahren passiert ist. Halal auf seine Eier, das ist doch okay. Tamar, aber du gibst das gerade nicht zu. Hallo, es interessiert mich, kommen Zuschauer zu mir. Du sagst, nein, du sagst, ich lutsch gerade bei Barello, besser gesagt. Klar. Barello, tu mir einen Gefallen, nach dem Stream blockier mich. Bitte! Weißt du, was du gerade tust? Du willst sagen, du bist... Nein, Abi, nein, weil er ist jung. Ihn kann man leicht verarschen. Warte, du bist voll... Ihn kann man leicht verarschen. Wäre ich an seiner Stelle, ich will gar nicht mit euch live gehen. Älter wie er. Abi, ich will nicht reden. Was willst du denn damit sagen die ganze Zeit mit... jemand will ihn, als er jung ist und man will ihn verarschen. Was meinst du damit? Er ist naiv. Ein richtiger Mann redet kurz einmal mit ihm. Er sagt, Hammer, Abi, hast du recht, Punkt. Das ist ein Content! Das ist ein Fitner! Du weißt, du kannst. Ich meine doch privat! Ich meine im Privat! Wallah billah, das ist alles geplant! Ist geplant! Guck mal! Wie seid ihr überhaupt zu. Ich weiß, was du gerade machst! Jeder Mensch. Aber ich halte mich in Grenzen! Wallahi billahi! Sefa, jeder Mensch darf. Arafa, Dingens, Barello, Bruder, tu mir einfach einen Gefallen, vertrau niemanden auf dieser Welt, egal wie stark, egal was für einen Rücken der hat, vertrau nur Allah, mehr nicht, Bruder. Punkt, mehr kann ich dazu nicht sagen. Warte, die Leute geben dir GmbH, mach deine Augen auf, ich schwör auf Gott. Warte, warum laberst du diese, weil du machst gerade, weißt du, dass du Fitner machst? Ich mach kein Fitnabe, wenn ihr wollt, kommt privat, ich sag euch das privat. In meinen Augen, viele verarschen Barello. Wer? Mit was denn? Ich erwähne keinen Namen. Das ist für, wenn ich Namen erwähne. Mit was verarschen die? Mit was? Wer? Die machen einen auf Männlichkeit, zeigen, ey, guck mal, wir sind dein Rücken. Weißt du? Und er wird naiv. Und dann heißt es, ich hab da Stress, hier Stress. Und am Endeffekt spielt da irgendwas mit. Was ich jetzt hier nicht erwähnen möchte. Ganz kurz, Bruder. Aufwand, ganz kurz. Schau mal, Bruder. Du siehst die Sache vom als Außenstehender. Ich weiß doch auch, was du hinaus willst. Man merkt das. Ich sag dir ehrlich, Bruder, Arafat, Art Barello, ich habe die auch privat erlebt und so weiter, yani, sehr viel Gutes auch getan und auch, die haben sich sehr gut verstanden und alles, yani, mit Liebe und Freundschaft, offiziell, yani, da ist nichts mit, viele denken ja auch, dass er vielleicht irgendwelche Prozente an Arafat zahlt oder so, da ist überhaupt nichts. Und ich glaube, Barello hat's auch, feiert es auch, mit denen rumzuhängen und zu, yani, die sind Freunde, kann man so sagen. Und falls du das meinst mit Rücken und diese Themen, dann ist das auf jeden Fall nicht so, dass jetzt Arafat oder jemand ihn zwingt, mit ihm zusammen. Weißt du, was der Rücken ist? Weißt du, was der Rücken ist? Barello macht Fitner, ruft an, bitte hilft mir. So läuft das ab. Und wir helfen ihm, weil wir ihn mögen. Nicht, weil wir von ihm Geld nehmen. Barello, Allah soll dich vernichten, wer lügt. Nimmt einer von dir 1 Cent? Nein. Hörst du? Genau. Also, hörst du das? Das glaube ich nicht. Weil ich schwöre bei Allah. Ich weiß, Yasser, aber Arafat und du, ihr braucht das gar nicht. Wir wissen das alle. Aber ich sage dir doch, ja, Habibi, ja, Albi, ich sag dir bei Allah. Aber wenn man so, egal, ich will gar nicht reden, scheiß drauf. Aber warte. Würde Barello 30 Zuschauer haben, kein Arafat, kein Yasser, aber keiner würde ich kennen, Bruder. Hä? Das ist auf jeden Fall Fakt. Warte. Weißt du, was du gerade laberst? Du laberst, Wallah, nur Bullshit. Wallah, ich sag die Wahrheit. Wenn Barello 30 Zuschauer hätte, Wallah, Billa, keiner würde ihn kennen. Warte. Jetzt widersprichst du dich. Warum bist du hier drinne? Weil ich ihm gesagt habe, Nabil, mein Kollege, den ich persönlich kenne. Guck mal, Abi, ich sage doch, wenn du willst, ich geh raus. Du springst immer. Warum bist du auf TikTok? Warum? Wie, warum auf TikTok? Ich bin länger als du auf TikTok hier. Was suchst du auf TikTok? Ja, okay. Guck mal, warum bist du hier drinne? Wo? Hier drinnen? Ja, auf TikTok. Warum machst du das? Geld verdienen? Ich mach doch Matches. Ich unterhalte, ich entertaine. Warte. Du machst Matches?
Ich lebe von TikTok. Ich habe Kooperation, okay, alles. Guck mal, das ist ein Geben und Nehmen. Wenn du redest, bin ich leise. Wenn ich rede, bin ich leise. Okay. Du machst das wegen, du willst Zuschauer matchen und Geld verdienen, richtig? Ja. Also wenn du jetzt Geld verdienen willst, ja. Ja, gehst du mit ein, guck mal, ich sag dir, wo du dich widersprichst, gehst du mit ein, der zwei Zuschauer hat? Ja, auch. Oh. Weißt du was? Erzähl. Dann zeig ich dir jetzt einen Screenshot, ja, wenn du willst. Okay. Warte. Du, Wallah, ich sag dir ganz ehrlich in dein Gesicht, ich sag dir, ja. Wallahi, du bist ein Lügner. Zweitens, warte, lass mich ausreden. Okay, Zweitens. Wie lange ist Barello auf TikTok? Weiß ich nicht, ich beobachte ihn nicht so. 3 Jahre, Barello? 2 Jahre und 3 Monate, so ungefähr. Wo war er die ersten 1 Jahr, 6 Monate? Warum war er nicht berühmt? Ja, er war immer berühmt. Barello, er war immer berühmt? Er war immer berühmt mit Osan, da wart ihr noch gar nicht hier. Warte doch mal, ja, Habibi, warte doch mal. Davor, die 1,5 Jahre, wo war er? Auf TikTok, warum war er nicht berühmt? Weil er sich berühmt auf TikTok gemacht hat. Warte, Abel, eine Frage an dich, Abel. Was hat Arafat und du mit Barello zu tun? Das ist so ein ganz normaler Junge wie alle anderen. Was habt ihr mit ihm zu tun? Ich sage dir, Barello war schon lange drin. Okay? Ja. Arafat ist ein sehr berühmter Mann, okay? Ja. Ich sag dir, wie es abgelaufen ist. Naja, warum berühmt? Wie hat er sich berühmt gemacht? Warte doch mal. Jambi, warum springst du nach hinten? Wir reden gerade über TikTok. Tamam, du redest gerade über Arafat. Wie hat Arafat sich berühmt gemacht? Willst du, wir reden gerade über ein Thema. Warum okay. Gehst du jetzt zurück? Okay, sag. Jambi, was ist los mit dir? Kommst du klar mit dem Leben? Ich weiß, was ich sage, aber ich antworte ganz normal. Thema. Du kannst nicht 5 auf einmal reden. Ich sag okay. Barello hatte 0 Zuschauer. Dann kam Arafat mit Barello und Osan, richtig? Richtig? Meinst du mich? Nein, Sefa, richtig oder nicht? Nein. Ich hatte nicht 0 Zuschauer. Sondern ich hatte ein paar Zuschauer, aber nicht so viel wie jetzt. Ein paar. Dann kam ein paar, 3000, 5000, 7000. Ja, mir hört doch mal zu. Dann kam Arafat mit Osan und Barello und dann fing es an, dass die viel mehr Zuschauer bekommen haben. Richtig, Barello, oder nicht? Sei ehrlich. Nein! Wallahi nein! Ich sage das sogar. Ja.